So, hallo. Mein Lightning Talk heißt Jugend studiert und ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie ich ja, einen Studienplatz für ein duales Studium in Informatik bekommen habe. Ich werde auf meinen Bewerbungsprozess eingehen und ich möchte betonen, dass es alles eine subjektive Erfahrung ist. Jeder könnte eine andere Erfahrung haben, aber ich möchte euch meine eigene Erfahrung heute erzählen. Genau, wer bin ich? Ich bin ein ehemaliger Teilnehmer und jetziger Mentor bei Jugendhakt. Ich mache mit seit einem Jahr und bin auf bis soweit 5 Events gewesen. Ich bin Abiturient und ich gehe nächstes Jahr ins Studium und ja, ich habe Leidenschaft für Informatik. Ich mache das privat und auch in der Schule. Und bei Jugendhakt natürlich. Okay, also wie geht's? Erstmal, man soll sich eine Studiumform aussuchen. Das kann duales Studium, normales Studium. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man eine Ausbildung macht und dann danach ja, einen Bachelor macht. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Und man muss von Anfang an keine feste Entscheidung treffen. Man kann ja, erstmal eine Tendenz finden und ja, danach geht man in die Richtung. Man kann immer wechseln, man hat Zeit. Ja. Genau. Schritt 2, Studiengänge finden für Informatik. Also ich wusste von Anfang an, dass ich Informatik studieren wollte. Wusste aber nicht, dass es so viele Studiengänge gibt. Also mir fällt spontan diese paar, das Wirtschaftsinformatik, angewandte Informatik, Software- oder Spielentwicklung, aber es gibt zehnte Studiengänge und man muss sich auch hier nicht fest für eine entscheiden. Man sucht halt eine aus, wo man denkt, das ist so meine Richtung. Man kann immer wechseln. Es gibt immer Wahlmodule, wo man ja, aussuchen kann. Ja, dann Suche nach Uni, nach Firma. Das geht im Internet. Mein Tipp ist, immer neu suchen. Es kommen immer wieder welche, also neue Anzeige und so weiter. Man sollte auch verschiedene Such-Engines nutzen. Manchmal kommt verschiedene Ergebnisse. Genau. Und wenn man was gefunden hat und man sollte vieles finden, vor allem für Informatik, dann geht's weiter. Und zwar Bewerbung. Ja, diese Angabe ist nicht so ganz konkret. Die erste Bewerbung sollte bis 1 oder 2 Stunden dauern. Aber wenn man alles ordentlich hat, wie es kommen jetzt Tipps und wenn man diese Tipps folgt, dann sollte eine Bewerbung in der Regel nicht mehr als 30 Minuten dauern. Und wieder mein Tipp, bunt bewerben, überall. Keine Ahnung, wenn, wo oder wie es klappen wird. Also alle Möglichkeiten sind erstmal offen, man bewirbt sich und ja, wo es Antwort kommt, dann ist es gut so. Wenn es keine Antwort kommt, dann war es halt so. Also immer viel bewerben. Manchmal ist es nur Zufall, dass die eine Firma was sucht oder die eine Firma. Manchmal ist jemand der perfekte Match für eine Firma, aber die wollen halt jetzt keine oder ist die Stelle besetzt. Also manchmal braucht man ein bisschen Glück. Ja, also erstmal Unterlagen. Tipp ist, alles kennen, alles fertig haben und ja, unter 4 MB Profil haben, weil oft kommt es so, man hat seine Zeugnisse, Abiturzeugnisse sind 5, also mein, ja, die 4 Semesterzeugnisse sind 5 Seiten und das geht weit über die 4 MB und es ist schade, wenn die Firma oder Uni die Zeugnisse nicht sehen kann. Das wollen wir nicht. Genau, jetzt Lebenslauf. Nicht vergessen, achronologisch schreiben vom aktuellsten bis zum ältesten. Ja, das ist individuell. Jeder macht, was er denkt, das ist gut. Simpel bleiben. Und ja, er sucht aus. Es gibt nichts, was zum Beispiel zu ja, unwichtig oder
wichtig ist. Also ihr entscheidet, der Bewerber selbst kann entscheiden, was ist für mich wichtig, was macht mich aus und was will ich nach außen ausdrücken. Und hier der Tipp, was ihr mit Jugendhakt gemacht habt, auf jeden Fall erwähnen, ja, wir machen das nicht umsonst, wir wollen das nach außen zeigen, dass wir zusammenarbeiten, dass wir tolle Projekte machen, dass wir in Teams arbeiten, das ist auch ganz wichtig. Und ja, mit 2, 3 Events hat man schon was auf dem Lebenslauf. Ja, das habe ich auch so gemacht auf meinem Lebenslauf. Genau. Jetzt anschreiben, das ist das Wichtigste von allem wirklich. Und nicht vergessen, die Firmen und Unis bekommen Tausende von Bewerbungen. Deshalb soll man ja, immer persönlich bleiben. Ja, kreativ kann man auch. Ich hatte oft andere Bewerbungsformen gemacht. Manchmal hatte ich der Fall, ich hatte keinen Bock auf einen Aufsatz zu schreiben, einen Brief oder wie auch immer das Anschreiben aussehen sollte. Ich habe das als ja, Frage und Antwort geschrieben. Ich habe so in der Einleitung geschrieben, ich hoffe, dass in Ordnung ist, dass ich in dem Form schreibe, das finde ich besser. Und dann habe ich geschrieben, wer bin ich, was sind meine Qualifikationen, warum diese Firma, /Uni und warum sollen sie mich annehmen. Und ja, mit freundlichen Grüßen fertig. Und eigentlich die Firmen, die mich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen haben, hatten so ein Gespräch, die meisten davon jedenfalls. Also es muss nicht dieser ganz typische, langweilige Aufsatz sein. Und ja, viele, also manchmal läuft das über E-Mail und da ist nicht konkret angegeben, dass man ein Anschreiben machen soll. Und da ist das E-Mail, das Anschreiben. Manche merken das nicht, schreiben ein einfaches E-Mail. Und diese E-Mail ist eigentlich das Wichtigste, weil das lesen sie zuerst und das entscheidet darüber, ob diese Bewerbung weiter in Frage kommt oder gleich weggeschmissen wird. So, wenn man es geschafft hat, wird man zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Man soll sich gut vorbereiten, in dem Sinne, dass man erstmal physisch sich gut fühlt, gut schläft und so weiter, wie in einem ganz normalen Gespräch oder für eine Prüfung, die ganz normale Vorbereitung, pünktlich da sein und ja, den Ort finden. Manchmal ist es ein fremder Ort, fremde Stadt, da soll man ein bisschen früher hinfahren. Und das erste Gespräch ist in der Regel persönlich. Es geht darum, den Bewerber zu sehen, was für einen Charakter er hat und ja, welchen Eindruck er lässt. Ja, und wenn man einen guten Eindruck lässt, und das macht man, indem man locker bleibt, sich selbst bleibt, man braucht nichts vorzuspielen, weil am Ende man wird Jahre dort bleiben und wenn man was vorspielt, dann muss man das für die kommenden Jahre spielen und das will keiner. Und dieser vorletzte Punkt ist ganz wichtig. Es ist nicht nur, dass die Firma uns als Bewerber abschätzt, sondern wir auch sie. Ob sie zum Beispiel viel Wert auf Formalitäten legen, ob sie agil sind, ob sie ein junges Denkweise haben oder ein sehr straffes Denkweise. Also man soll auch selbst ein Abschätzung machen von der Firma. Okay, zweites Vorstellungsgespräch. Wenn es alles gut läuft, dann ja, dann ist es nicht schon vorbei. Da wird man nochmal eingeladen. Ja, dieser kann verschiedene Formen haben: ein Kennenlerntag, einfach bezogenes Gespräch, ja, was auch immer, oder ein normales Gespräch. Dort könnte eine von den Folgen von diesen Punkten vorkommen, nicht alle zusammen. Einige legen Wert auf Schulstoff, vor allem Mathe und Informatik, weil diese Fächer sind ganz wichtig fürs Studium, selbstverständlich. Und wenn der Bewerber diese Fächer nicht so gut
kann, dann da wird nichts vom Studium. Da sind keine guten Ergebnisse erwartet und deshalb ist es wichtig für die Bewerbung, dass man zeigt, dass man die Mathe- und Informatik-Skills drauf hat. Genau, für einige Firmen ist das Schulstoff ganz egal, die wollen Coding-Skills sehen. Dabei geht es um das Verstehen, dass man alles erklären kann, aber auch, dass man sauber schreibt, dass man strukturiertes Code schreibt mit ja, Objektorientierung und so weiter. Und dann, ja, manchmal wird Firmastruktur erklärt und man soll das wiedererzählen, man sollte Fragen stellen, immer. Auch wenn, also manchmal versteht man Sachen und schüttelt den Kopf. Für mich reicht das, aber für meinen Gesprächspartner nicht, weil das sagt nicht über mich, dass ich das verstanden habe. Ich muss Fragen stellen, auch wenn sie simple Fragen sind, aber das zeigt, dass man wirklich das nachvollgezogen hat, was gesagt wurde. Genau, wie geht es danach? Dann kommt man in ein paar Tagen eine Entscheidung, Absage. Kommt ganz oft vor. Ich habe davon eine lange Liste, ich merke mir die Absagen. Genau. Ist schade, aber Kopf hoch, weil man hat eine gute Erfahrung gemacht, man hat was gelernt, man hat mit Leuten gesprochen, mit erfahrenen Leuten und ja, daraus lernt man bestimmt was. Und nach Feedback fragen ist ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, okay, schade, ich wurde abgelehnt, sondern man sagt, warum. Wenn man extra fragt, dann bekommt man manchmal ausführliche Feedback, die wirklich den Bewerber hilft. Genau. Oder es kommt eine Zusage, das könnte auch vorkommen. Ja, dann erstmal soll man einen ja, Vertragsentwurf lesen, ordentlich lesen, gucken, dass alles stimmt, dass die Rechte gesichert sind und ja. Verhandlung ist vor dem Unterschreiben immer, weil danach hat man kein, wie heißt es, man kann das nicht mehr machen, weil ja, man hat unterschrieben und damit ist man einverstanden mit dem, was geschrieben wird. Nicht vergessen, nicht schüchtern sein, weil ja, es ist am Ende, was ihr in den nächsten Jahren machen werdet und warten auch auf andere Antworten, nicht gleich mit der ersten Zusage hingehen, sondern warten mit den anderen Bewerbungen. Vielleicht kommt eine zweite Zusage, die vielleicht besser ist. Ja, und als letzter Punkt oder vorletzter Punkt, deine Rechte. Davon wusste ich einige nicht und das war schade. Genau, dass man erstmal Recht auf vollständige Erstattung der Fahrkosten hat. Ja, die eine oder andere Bewerbung bei mir, da wusste ich das nicht. Und ja, es ist gut, das zu wissen. Ja, auch Unterkunft, wenn man sehr lange fährt, dass man nichts unterschreiben muss, gleich am Gespräch und dass man Zeit für die Entscheidung verlangt. Ja, und dass man ja auch Vertragsentwurf anfordert. Und letzter Punkt, Entscheidungshilfe. Am Ende ist es der Entscheidung der Bewerber. Keiner zwingt, was zu nehmen, aber vielleicht sind diese Fragen ein bisschen hilfreich. Zum Beispiel, was werde ich lernen, welche Skills, welche Programmiersprachen, in welchem Branche und so weiter. Wie bringt mich das weiter in meiner Karriere? Welche Chancen habe ich danach? Und vor allem werde ich Spaß haben, weil Spaß ist immer wichtig. Ja, also das war meine Erfahrung. Ich hoffe, dass alle anderen auch gute Erfahrungen beim Bewerbung haben. Und es ist ein bisschen stressig, aber man soll trotzdem das langsam und locker angehen. Dankeschön.